herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wolf Info Aktuell. Im heutigen Video informiert uns der Bergbauer Gionin Kaduff über die Schweizer und im Speziellen die Graubündner Wolfsproblematik aus seiner Sicht. Aber Achtung, mit dieser Meinung steht er in der Schweiz absolut nicht alleine. Herzlich willkommen, Herr Gionin Kaduff. Dankeschön. Steigen wir gleich ein. Der Schweizer Blick titelt am 7.7.2020, weil der Wolf die Kühe aggressiv macht, Bündner Gemeinde will Wanderwege sperren. Wie soll das umgesetzt werden? Sie haben ein Zwei-Stufen-System. Okay. Zuerst wird generell darauf hingewiesen, dass es gefährlich werden kann und dass man die Weiden auf eigene Gefahr durchqueren darf, also die Wanderwege. Mhm. Danach, wenn ein Vorfall ist, dann kommt der Hirt oder die Bauern, melden das und dann wird der Wanderweg gesperrt, wenn ein Vorfall mit den Wölfen war. Das merkt man am nächsten Tag, das wird dann durch die Landwirtschaft oder durch den Hirten gemeldet, dann wird gesperrt, so viel ich das verstanden habe. Ah, okay. Gut. Jetzt eine Frage. Hatten Sie selber oder Nachbarn schon Übergriffe von Wölfen? Unmittelbare Nachbarn und ich nicht. Aber ich habe Kollegen, auch Nachbarn eigentlich. Ja. Und Nachbardörfer. Die hatten schon auch mit Nicht-Mutterkühen. Und da möchte ich unbedingt darauf hinweisen. Gerne, ja. Es handelt sich nicht ein Problem von Mutterkühen. Es handelt sich um ein Problem von Großvieh. Da müsste ich ausdrücklich darauf hinweisen. Ja, gerne, ja. Genau. Möchte ich der Propaganda von der Gruppe Wolf Schweiz entgegenwirken. Die schlagen jetzt nur in die Kerbe, die Mutterkühe waren auch vorher schon aggressiv. Aber es ist kein Vergleich, die Aggressivität, die Mutterkühe zum Teil auch vorher hatten, mit der Aggressivität, die sie haben nach einem Wolfsangriff. Okay. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht bezüglich verstörter Weidetiere? Also ich selber keine. Okay. Ja, und? Aber ich habe von Kollegen, da musste ein Hirt, oder von Hirten, ein Hirt musste vor der eigenen Herde davonlaufen. Okay. Das gab es vorher noch nie. Okay. Das habe ich noch nie gehört auf unseren Alpen hier. Aber der musste vor der eigenen Herde davonlaufen und das hat mich sehr alarmiert. Ja. Da habe ich gesagt, so darf es nicht weitergehen. Nee, und das ist das nachgewiesen, dass das die Wölfe die Auslöser waren, oder? Also bei diesem Fall jetzt vielleicht nicht nachgewiesen, ist immer schwierig. Ja. Wer sollte denn das sonst auslösen? Ein Wolfsrudel war da oben, aktiv letztes Jahr. Und der hat mir das gesagt. Und dann war ich also eigentlich bestürzt über solche Zustände. Denn wenn das die Alpung in Graubünden in Zukunft ist, dann sind wir akut bedroht. Dann müssen wir aufhören mit der Alpung langfristig. Bei Ihnen gibt es die Gruppe Wolf Schweiz. Diese betitelt sich selbst als die politische Stimme der Großraubtiere in der Schweiz. Die Gruppe behauptet, Zitat, wie Kühe im Abstimmungskampf instrumentalisiert werden. Um was für eine Abstimmung geht es da? Es geht um das neue Jagdgesetz. Darin wird der Wolfsschutz ein ganz, ganz klein wenig gelockert. Aber ich gebe darauf, wir brauchen das. Wir brauchen das dringend, denn sonst regulieren die Wölfe uns, wenn die Wölfe nicht reguliert werden. Dann regulieren die Wölfe die Berglandwirtschaft. Die Berglandwirtschaft geht daran kaputt. Okay.
Was aber andererseits ein großer Nachteil dieses Jagdgesetzes ist, dieses neuen, ist, dass der sogenannte Herdenschutz, den ich Wolfschutz nenne, weil er dient nur dazu, die Wölfe zu schützen, nicht die Herden, dass dieser Wolfschutz im Gesetz verankert wird und unter dem Namen Herdenschutz. Mhm. Was ein weiteres Problem ist in der Schweiz, ist die Herdenschutzhundezucht. Da haben gewisse Leute ein Monopol darauf. Der Kanton Graubünden hat dieses Monopol zwar ein wenig durchbrochen, aber schweizweit gilt das Monopol immer noch. Mhm. Und zur Gruppe Wolf Schweiz muss ich noch ein paar Sachen sagen. Die Gruppe Wolf Schweiz ist das Propaganda-Instrumentarium einer Riesenorganisation. Okay. Diese Organisation hat ökofaschistische Züge, mhm, und hat bereits alle Behörden unterwandert in der Schweiz. Mhm. Ich nehme an, das wird bei euch nicht viel anders sein, wie ich auf euren Seiten nehme. Okay. Und sie macht Propaganda. Diese Propaganda erinnert mich an dunkelste Zeiten des 20. Jahrhunderts. Okay. Sie machen aus Opfern Täter. Mhm. Das heißt, die Landwirtschaft wird als Täter hingestellt. Wir sind schuld, dass die Wölfe unsere Tiere reißen, weil wir sie nicht schützen. Und was macht ein Landwirt anders, als seine Tiere versuchen zu schützen? Aber ihm werden die Instrumente weggenommen. Mhm. Der Wolf ist ein Tier, das sich vom Fleisch ernährt. Die Wölfe müssen das reißen, was sie bekommen. Und wir haben eine so große Wolfsdichte in der Surselve, also in dem Bündner Oberland. Mhm. Das ist ja doppelt so hoch, jetzt schon, wie im Yellowstone Park. Mhm. Und dieses Yellowstone Park wurde vom Schweizer Fernsehen letztlich als Musterbeispiel für die ökologische Entwicklung dargestellt. Das ist ein Park, wo keine Menschen leben. Mhm. Und dort hat es 100 Wölfe. Und wenn man das umrechnet auf die Fläche des Bündner Oberlandes, würde das 16 Wölfe entsprechen. Wir haben etwa 30, jetzt schon. Mhm. Die haben jetzt alle geworfen, die 4 bis 5 Rudel, die wir haben, werden, also bewiesen ist es noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass die jetzt geworfen haben. Man, aus der Erfahrung weiß man, dass die Wolfspopulation etwa um 30% pro Jahr zunimmt. Da können wir uns vorstellen, wie das sich weiterentwickelt. Wie bei uns in Deutschland. Daher meint denn die Gruppe Wolf Schweiz, wenn die Wölfe in Deutschland Kühe reißen, dass sie in der Schweiz keine Kühe reißen. Ja. Also das, also Schweizer Wölfe halten sich nicht an Schweizer Gesetze. Wie ist bei euch im Kanton, beziehungsweise auf der Alp oben, die Wilddichte, beziehungsweise was hättet ihr Alternativen? Oder was haben die Wölfe für Alternativen, außer Weidetiere? Ja, Wild. Und dann noch die Bodenbrüter, die so sehr geschützt sind bei uns. Die werden auch sehr darunter leiden. Mhm. Genau. Und sonst vor allem Wild. Wir haben schon einen schönen Wildbestand in Grobe. Noch. Mhm, noch. Aber das Wild, das ist... Ja, das wird auch reguliert werden. Ja. Die Bündner Hochjagd wird wahrscheinlich. Bisher hat man gestritten um das Jagdsystem. Ich bin auch Jäger nebenbei. Mhm. Wir haben ein Patentsystem in Graubünden, dass eigentlich jeder kann seine Ausbildung machen und ein Patent lösen. Mhm. Ich gehe schon viele Jahre zur Jagd. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass ich lange mehr gehen werde, weil der Wildtierbestand wird sehr abnehmen. Mhm. Das ist klar. Und das Jagderfolg zu haben wird auch sehr schwierig. Und das hat man gezielt so eingefädelt, meiner Meinung nach. Mhm. Man hat die letzten Jahre hat man die Wildtierbestände sehr hoch werden lassen. Mhm. Das ist ein langfristiger Plan. Mhm. Jetzt werden die Wölfe angesiedelt. Der Bär steht auch unter Schutz. Und dann diese Geier, die da von Frankreich kommen. Mhm. Das sind offizielle Pläne des IUCN. Mhm. Und die Bergbevölkerung
wollen die Berggebiete wollen die eigentlich entvölkern. Okay. Jetzt abschließend eine Frage. Welche Zukunftsaussichten haben Sie für Ihren Betrieb? Gut, mein Betrieb, ich bin ja allein auf dem Betrieb. Mein Betrieb wird eingehen. Ich habe gehofft, ich könnte es jemandem übergeben, wenn ich pensioniert werde. Das werde ich immer noch versuchen. Ja, glauben Sie, einen Nachfolger zu finden? Oder? Also ich habe schon Interessenten, das ist nicht das Problem. Aber wenn die Situation sich so weiterentwickelt, dann sehe ich generell für das Berggebiet sehr schwarz. Okay. Und offenbar wollen das gewisse Leute so. Haben bei Ihnen in der Region schon Betriebe aufgegeben aus wegen den Wölfen? Nein. Noch nicht? Muss ich eindeutig verneinen. Wir stehen noch ganz am Anfang der Entwicklung. Die zuerst aufgeben werden so Nebenerwerbsbetriebe sein, mit Schafhaltung, mit Ziegenhaltung. Die werden bald dran, die werden bald aufgeben, weil das machen sie nicht mit. Gerade die sehr gut zu ihren Tieren schauen, die machen das aus Freude und schauen zu ihren Tieren besonders gut. Die sind am meisten betroffen. Genau. Die emotionale Belastung. Emotional und auch wirtschaftlich. Ja. Die werden auch gedemütigt von unseren Behörden. Das ist nicht akzeptabel, aber was will man machen? Genau. Gut. Okay, Herr Kaduff, ich denke, das nehmen wir jetzt als Schlusswort. Ich bedanke mich vielmals für Ihr Statement und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiederhören. Ihnen auch und alles Gute nach Deutschland. Danke. Nach diesem Interview könnte der Eindruck entstehen, dass es in allen umliegenden Ländern eine ähnliche Entwicklung gibt. Wir haben unser Video mit einer Schlagzeile des Schweizer Blicks begonnen und so wollen wir auch enden. Denn nach der Aufzeichnung dieses Interviews titelte der Blick am 12.07.2020 schon 94 Schafe gerissen. Schutzhunde schrecken Wölfe nicht ab. Wir verlinken unten zu den entsprechenden Artikeln. Sollte Ihnen unser Video gefallen haben, dann hinterlassen Sie uns doch bitte einfach einen Daumen hoch und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit Sie keines unserer kommenden Videos verpassen. Als denn, passen Sie auf sich auf und wenn Sie haben, vor allen Dingen auf Ihre Tiere.